po' influenzati. Ciao, 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 ciao ai nostri telespettatori. Questa sera noi ci vediamo lassù in alto, quindi ogni tanto ci vedranno guardare in alto. Siamo in cielo. Normalissimi, anzi abbordabili. This is how it so hat alles begonnen. Einer der ersten lokalen Kommerzsender. Sie verwendeten diese Bar als TV-Studio und hatten die Idee zu einer Late-Night-Quiz-Show. Dunque, allora l'amico Pino ti ha fatto una bella domanda. Chi conduce la classifica della Coppa del Mondo di sci? Stermax. Ehi, da dove telefoni? Die Leute haben angerufen. Wenn sie die richtige Antwort wussten, hat eine Hausfrau im Studio begonnen, sich auszuziehen. Cinque. Quanti uomini, quante donne? Dunque, due uomini, cinque donne. Beschwerden kamen hauptsächlich von den Fabriken in der Umgebung. Die Arbeiter haben bis in die Nacht hinein ferngesehen und waren am nächsten Tag zu müde zum Arbeiten. Chiediamo a qualcuno. Mi hanno detto che era Stemmer. Se uno è Stemmer, e l'altro? E l'altro? Klammer ha risposto un uomo, ecco, d'accordo. Die Show war ein Hit. Aber niemand von uns ahnte, dass wir damit die Geburtsstunde des Präsidentenfernsehens erlebten. Den Beginn der kulturellen Revolution. Dreißig Jahre danach ist aus dem Präsidentenfernsehen ein riesiges Medienimperium geworden, das den Fernsehpräsidenten zum Ministerpräsidenten des ganzen Landes gemacht hat. Wir, die wir damit aufgewachsen sind, kennen gar nichts anderes. Von außen betrachtet lässt sich das Ganze nicht nachvollziehen. Man muss schon näher rangehen, tiefer eindringen, bis ins Innerste, wenn man es begreifen will. Dio!
Mia mamma. Meine Mama. Schon als Kind sah ich mir Bruce Lee-Filme an und dann schaute ich meinem Bruder beim Karate-Training zu. Ich begann davon zu träumen, einmal ins Fernsehen zu kommen. Denn gerade das ist ja die Macht des Fernsehens. Du bleibst den Menschen für immer in Erinnerung. Wenn man im Fernsehen ist, steht man 10 Stufen über allen anderen. Wenn mich ein Mädchen fragt, was machst du, antworte ich, ich bin Mechaniker. Ich stehe den ganzen Tag an der Drehbank und bin schmutzig von meiner Arbeit. Ihre Reaktion darauf wird sein, okay, ciao. Big Brother ist unglaublich. Du machst bei der Show mit und brauchst bloß du selbst zu sein. Vielleicht gewinnst du und bist ein gemachter Mann. Haus, Auto, alles kein Problem mehr. Christopher Reeve, der schon tot ist, hat in den ersten 3 Superman-Filmen mitgespielt. Er war der erste Superman. Jedes Mal, wenn sie im Fernsehen laufen, wird er wieder lebendig. Über die Fernsehschirme, durch die Zuschauer wird er zu neuem Leben erweckt. Er ist unsterblich. Ricky begnügt sich jedoch nicht damit, der Vorstellung einer Fernsehkarriere bloß in seinen Tagträumen nachzuhängen. Er verwendet all seine Energie darauf, sich optimal auf diese einmalige Chance vorzubereiten. Und er hat bereits einen Plan, wie er es schaffen kann. Ich trainiere seit 12 Jahren Karate. Ich möchte ein neuer Jean-Claude Van Damme werden. Ich mache auch ein wenig Bodybuilding. Ich mag Ricky Martin, ich kenne alle seine Songs und ich tanze ein bisschen wie er. Ich versuche nun, beides miteinander zu kombinieren, denn Ricky Martin betreibt ja keine Kampfsportarten und Van Damme singt nicht. Mit dieser Kombination hat Ricky eine gewisse lokale Berühmtheit erlangt. Aber es kostet ihn große Mühe, die nächste Stufe zu erklimmen. Das Ganze ist schon seltsam. Ich war schon bei etwa 20 Auditions und das geht ganz schön ins Geld, aber ohne Erfolg. Beim Hauptquartier des Fernsehsenders des Präsidenten versammeln sich Tag für Tag Menschenmengen, die ins Fernsehen kommen wollen. In den meisten Shows treten gewöhnliche Menschen auf und dadurch bekommt jeder die Chance zu zeigen, was er kann. Va bene. Allora vediamo un po' come te la cavi. Ok.
in televisione hai fatto qualcosa? Ho fatto solo come pubblico, Isola dei Famosi, la Talpa, Topo da Pops e uh-huh. un programma Rete Brescia dove era tipo la corrida però nel Brescia. Eh sì, ok, grazie mille. Grazie. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao. Angesichts dieser harten Konkurrenz muss Ricky warten, bis sein Tag kommt. Er nutzt die Zeit, um aus der Publikumsperspektive Erfahrungen zu sammeln. Er sitzt nur wenige Meter entfernt von seinem Traum, bei Die perfekte Braut. Das ist eine Show, bei der Mütter Frauen für ihre unverheirateten Söhne suchen. Vogliamo spiegare subito cosa succede alla sposa perfetta. Allora, so tutto, fra l'altro vi dico che questo è un programma che sono certo entrerà nelle case degli italiani, perché questo è uno spaccato della famiglia italiana straordinario, il rapporto incredibile fra la mamma e i propri figli, ma proprio tu, soprattutto i propri figli maschi. Dolce far niente, perché vi devo dire, voi questa settimana, mamme, non farete nulla in casa. Perché tutto sarà fatto dalle vostre nuore. Rifare i letti, pulire la casa e i bagni, lavare le stoviglie mattina, mezzogiorno e sera, preparare colazione, pranzo, merenda, cena. Ah, per ultimo, care ragazze, e avere sempre, come dovrete fare nella vita, avere il sorriso sulle labbra quando farete queste cose. Als er die Show vom Publikum aus mitverfolgt, wird es Ricky wieder bewusst, warum er selber es bisher noch nicht geschafft hat. Das ist seine Hürde auf dem Weg zum Ruhm. Das Problem mit dem Berühmtwerden sind die vielen Mädchen. Sie sind bereit, alles zu tun, um auf der Überholspur ans Ziel zu gelangen. Das italienische Fernsehen ist heutzutage voller Mädchen. Da gibt es die Velline, Letterine, Letteronze, Schedine. Es gibt so viele davon. Immer schnappen die Mädchen uns den Platz weg. Die Mädels bringen die Quoten. Denn bei uns in Italien schauen alle sofort interessiert hin, wenn sie halbnackte Mädchen in Stringtangas zu sehen bekommen. Das ist der Traum von wahrscheinlich 80% aller italienischen Mädchen. Sie alle möchten eine Velina werden. Sie werden berühmt und reich, wenn sie dann milliardenschwere Fußballer heiraten. Ihr Leben verändert sich und das macht es für uns Jungs so schwierig. Das ist einfach nicht fair. Warum soll ich mein ganzes Leben als Mechaniker verbringen? Veline sind TV-Showgirls. Sie dürfen nicht sprechen. Sie stehen an der Seite des Moderators in der typischen Velina-Stellung.
Ihre Aufgabe ist es, den Staccato hinzulegen, einen 30-sekündigen Tanz, der das Publikum bei Laune halten soll. Der Präsident hat ein ehemaliges TV-Showgirl zu seiner Ministerin für Gleichberechtigung gemacht. Tausende von Mädchen betrachten eine Karriere als Velina als einzigartige Chance, ans Ziel ihrer Träume zu gelangen. Allora, perché sei qui e vuoi diventare Velina? Beh, prima di tutto perché penso che sia importante fare un lavoro che piace. E poi il secondo motivo è perché voglio sposare un calciatore. Hai dei tatuaggi, dei segni particolari, un piercing, qualcosa che... E l'altro nella chiappa. Nella chiappa, perfetto, ok. Allora, ti puoi mettere di profilo alzando i capelli. Bravissima, stai fermo un attimo. Dall'altra parte. Ferma. Ich bin weiß, das Haus ist weiß, die gesamte Einrichtung ist weiß. Wenn irgendjemand Träume wahr werden lassen kann, dann er. Lele Mora. Der erfolgreichste und einflussreichste Fernsehagent des Landes. Er bringt seine Künstler auf dieses Anwesen in dem sagenumwobenen Ferienort an der Costa Smeralda auf der Insel Sardinien. Und als persönlicher Freund des Präsidenten besitzt er die Macht, aus gewöhnlichen Menschen TV-Stars zu machen. Wer sind Ihre Gäste? Es sind alle Stars und Freunde, die beim italienischen Fernsehen arbeiten. Sein Name ist Salvatore, aber wir nennen ihn Sasa. Er wirkt bei einer Show auf Kanal 5 mit, Uomini e Donne. Er sitzt auf dem Thron. Das ist Lorenzo aus der zweiten Staffel von Big Brother. Jetzt singt er. Normalerweise unter der Dusche. Danke, Lele. Grazie.
Die anderen sind Freunde, die im Weißen Haus Urlaub machen. Ich lerne eine Menge Leute kennen, hier in Italien und wenn ich auf Reisen bin, auf der ganzen Welt. Wenn etwas an ihnen interessant ist oder sie ein Talent haben, greife ich das auf und mache was draus. Ich schnappe mir diese Nobodies und wenn sie eine bestimmte Fähigkeit oder eine Begabung haben, arbeite ich mit ihnen daran und mache sie zu Stars in der Welt des Entertainments. Dello spettacolo. Als Agent muss man sie programmieren, heranzüchten und sie herrichten. Man muss ihnen beibringen, wie man sich benimmt, was man sagen und wie man sich anziehen soll. Man muss in ihren Kopf hinein. Ich verdanke Silvio Berlusconi sehr viel. Er hat es mir ermöglicht, in seinen Fernsehsendern zu arbeiten. Silvio Berlusconi ist ein bedeutender Mann, ein großer Führer. Seine Ideologie und seine Methoden vergegenwärtigen zwar nicht genau jene von Benito Mussolini, aber er ist trotzdem eine große Persönlichkeit. Ich sage mit Stolz und Freude, dass ich ein Fan von Mussolini bin und ich verberge das auch nicht. Ich habe Mussolini-Lied auf meinem Mobiltelefon. Darf ich das hören? Ja, einen Augenblick. Da, bitte. Hübsch, nicht wahr? Hier an der Costa Smeralda kommen die reichsten Leute des Landes zusammen und auch die Fernsehelite. In den Augen der Menschen sind das diejenigen, die das Land beherrschen, weil Fernsehen und Macht hier Hand in Hand gehen. Der Präsident selbst besitzt die größte Villa und verbringt hier den Sommer, umgeben von seinen Freunden. Jeden Abend steigt hier eine Party, die exzessivsten im Milliardärsclub, dessen Besitzer ebenfalls ein enger Freund des Präsidenten ist. Er sucht jedes Jahr ein Mädchen für das Präsidenten-TV aus, das dann zwei Wochen lang die Wetterfee sein darf. Le nuove PR della magica estate billionaire. 24 ragazze selezionate in tutta Italia. Ragazze billionaire. Ich war noch nicht oft im Milliardärsclub. Flavio sagte, komm doch mit. Ich möchte lieber zu Hause bleiben, habe ich gesagt. Ich habe sie letzte Nacht beim Miss Milliardär-Finale gesehen. Ich war mit ein paar Leuten dort. Eine Freundin hat mich besucht, eine libanesische Prinzessin, die dann zu mir kam, eine hinreißende Frau. Venite a ballare.
disco that accepts only the biggest celebrities, the hottest models, and of course the wealthiest moguls. A velvet rope nightclub for the world's richest. It's also become a magnet for celebrities like Denzel Washington and Paris Hilton, as well as Italy's prime minister, media mogul Silvio Berlusconi. La ragazza billionaire. Quanto mi interessa di previsioni meteorologiche? Ich bin immer von Menschenmengen umringt. Sie wollen mich alle berühren, sich mit mir treffen. Mach mich berühmt, hilf mir. Mach mich auch so reich wie all diese Stars, die du erschaffen hast. Schenke mir Erfolg. Die Costa Smeralda ist so etwas wie eine Pilgerstätte. Die Besucher sammeln sich an öffentlichen Plätzen und hoffen, dass sie auf Leute vom Fernsehen treffen. Alle machen ständig Fotos. Das ist es, was ihnen die Costa Smeralda zu bieten hat. Noch näher kommen sie nicht ran. Keiner von ihnen dringt jemals ins Innere der bewachten Villen vor. Keiner von ihnen kommt so nah ran wie Marella, die Nachbarin des Präsidenten. Die Villa dort mit dem Erkertürmchen hat Shirley Bassey gehört, der amerikanischen Sängerin aus den 60er Jahren. Aber sie hat sie jetzt verkauft. Ein Stück weiter drüben kann man die Villa von Berlusconi sehen. Mein Mann hatte der Schauspielerin Claudia Cardinale diese Villa abgekauft. Und so habe ich mir für mich einen Job ausgedacht. Ich musste mir natürlich eine Digitalkamera besorgen, damit ich bei den Partys fotografieren konnte. Marellas Zugang zum Nachtleben des lokalen Jetsets ist wohl einzigartig. Sie macht Fotos, und das sogar bei den privaten Partys in der Präsidentenvilla. Wertvolle Fotos, die sie dann auf ihrer Website zum Kauf anbietet. Diese Aufnahme ist bei einer Drag-Queen-Party von Lele Mora entstanden. Plötzlich stand Mike Tyson da. Das ist ein sehr nettes Foto. Hier lächelt er gerade. Das hier ist Tony Blair. Das war auch eine internationale Party. Alle Söhne von Gaddafi waren anwesend. Das ist das berühmte Foto, auf dem Berlusconi mit Kopftuch zu sehen ist. Ich habe auch eine Vergrößerung davon. Berlusconi ist natürlicher als alle anderen. Er ist einfach so. Er ist das, was ich an Menschen so schätze. Er ist authentisch. Er ist völlig natürlich, er verstellt sich nicht. Was ich immer wieder an ihm amüsant finde, ist, dass er so voller Überraschungen steckt. Er liebt das Leben und all die schönen Dinge des Lebens. Er hat gerne Spaß.
5 minuti per distruggere. Questa è la fotografia della sinistra con il governo. No one. Niemand hat so ein Lächeln wie der Präsident. Hier wird ihm in der Hauptstadt der Costa Smeralda gerade der Empfang bereitet. Viele betrachten sein Lächeln mit Argwohn, weil es die Fassade eines perfekt funktionierenden Zusammenspiels von Politik und Fernsehunterhaltung ist. Aber hinter seinem Lächeln steckt das echte Bedürfnis, im Leben Spaß zu haben. Mit seiner Lebenslust ist er der reichste Mann, der größte Medienmogul und schließlich Ministerpräsident geworden. Seine Regierung hat ein Immunitätsgesetz verabschiedet, das ihn vor gerichtlicher Verfolgung schützt. Hier bekommt er gerade die Ehrenbürgerschaft der Costa Smeralda verliehen. Er hat auch diesen riesigen Park geschaffen, in dem es einen berühmten aktiven Vulkan gibt. Berlusconi kann ihn mit einer Fernsteuerung aktivieren. Der Vulkan spuckt dann Feuer, Flammen, Asche. Gelegentlich löst er diese Eruptionen so lange aus, bis schließlich die Feuerwehr anrückt. So etwas amüsiert ihn. Für seine Gäste hat er sogar einen Irrgarten anlegen lassen. Wenn sie nicht mehr herausfinden, liebt er es, sie eigenhändig zu befreien. Il 50% del proprio tempo dedicato all'attività per fare dell'Italia un paese credibile sulla scena internazionale è un'attività pesantissima, no? Das ist alles das Werk des Präsidenten. Wer hier lebt, hat das Gefühl, dass er allgegenwärtig ist, selbst wenn er nicht leibhaftig anwesend ist. Die Menschen lieben ihn und sie lieben sein Fernsehen. Viele möchten in seinem Fernsehen auftreten. Indem er die drei kommerziellen Sender besitzt und das staatliche Fernsehen kontrolliert, befinden sich 90% des italienischen Fernsehens in seiner Hand. Aber es sind nicht bloß die Besitzverhältnisse und die von ihm ausgeübte Kontrolle, die ihn so allgegenwärtig machen. Es steckt noch mehr dahinter. Um das verstehen zu können, muss man einen Blick ins Innerste seiner Fernsehstudios werfen, in die verborgensten Räume. Das ist das Aquarium, der geheime Korridor zwischen dem Big Brother House und der Außenwelt. Der Regisseur der Show, Fabio, ist der Herr über die Kommandozentrale. Sono due, due. Ecco qua.
Attenzione 5, 5. 3. Attenzione 2. 2. Pulisci, pulisci, pulisci. Attenzione 3, 3. Attenzione 2, 2. Attenzione 9, 9. Attenzione 4, 4. Attenzione 2, 2. Attenzione 3, 3. Attenzione 2, 2. Ok, attenzione. Mettila, mettila. Aspetta, aspetta, aspetta. Dammi Marocco, dammi totale, dammi totale. Dammi totale. Ok, mettila. Perfetto. Via Valerini, via, 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 via. 4. Fabio kann am besten erklären, worin genau die Verbindung zwischen solchen Bildern und dem Präsidenten besteht und wie sich in diesem Bilderreigen die Persönlichkeit des Präsidenten widerspiegelt, seine Träume, seine Visionen. Sinnliche Frauen, halbnackt, entblößt, große Brüste, Reichtum, Lichter, Farben. Benessere, luci, colori. È molto forte questa. Es gibt sehr starke Gemeinsamkeiten zwischen seiner Person und dem Fernsehen, das er geschaffen hat. Das Leben kann wundervoll sein, so wie das Fernsehen. Erfüllend, farbenfroh, leuchtend. Wenn ein Fernsehauftritt des Präsidenten bevorsteht, erhält Fabio den Befehl, seine Sendung früher zu beenden, in der Hoffnung, dass die Zuschauer dann zu jenem Kanal wechseln, wo der Präsident zu sehen ist. Sie sagen mir, heute endet die Show nicht um 23.40 Uhr, sondern schon um 23.30 Uhr. Gleich läuft die Polit-Talkshow Porta a Porta. Wir müssen aufhören, bevor sie beginnt. Die da oben haben entschieden. Sei. Pronta quattro. Fabio, suma, una volta, ragazzi. Basta, adesso lo cazzo. Vaffanculo, comando io. Ma che comando? Tu un attimo, una volta. Fuori, fuori, allora, fuori con i titoli, fuori con i titoli. 3, 2, 1, vai col cinque. Da 12 anni non faccio neppure una telefonata per timore che qualcuno possa dire che io mi interesso ancora delle mie aziende. Smettiamola con questo. Io da 12 anni ho un popolo, che è il popolo degli italiani, che amano la libertà, a cui rispondo. Sono stato eletto Presidente del Consiglio, da 12 anni mi alzo la mattina alle 7 e un quarto. Den Staat und das Fernsehen zu beherrschen, fordert natürlich auch Kritik heraus. Auch das Ausland stellte unbequeme Fragen. Even abroad there have been questions. Colleagues. Colleagues. In Italia i giornali, ma soprattutto le televisioni che ancora appartengono al mio gruppo e alla mia famiglia, sono tra i nostri più decisi critici. Perché? Perché? Evidentemente vi manca il sole dell'Italia. Non siete venuti e non avete mai acceso, mai acceso, mai acceso, mai acceso una televisione italiana. Zu Hause in Italien sieht die Sache anders aus. Das ist eines seiner Wahlkampfvideos, das alle zum Mitsingen anregen sollte. C'è un grande sogno che vive in noi. Siamo la gente della libertà. Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Siamo la gente che mai non si arrende, che tende la mano, che forza si dà. Presidente, siamo con te.
della forza che ha solamente chi è puro di mente. Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Presidente, questo è per te. Es ist gut gelaufen für den Präsidenten. Er genießt sowohl bei Frauen wie auch Männern den Status einer Ikone. Und er ist sich seines eigenen Images deutlich bewusst. Der Präsident hat seine Mitarbeiter ausgeschickt, die Archive im ganzen Land zu durchsuchen und alle Fotos, die seinem Image schaden könnten, zu beseitigen. Ein perfektes Image verleiht Macht. Aber diese ganze Perfektionsmanie führt zu Spannungen im Land. Sie hat Machtfaktoren jenseits der TV-Studios entstehen lassen. Es sind Kräfte, die sich nicht an die Regeln halten. Nacht für Nacht fahren Paparazzi die Straßen ab, auf der Jagd nach Stars und auf der Suche nach dunklen Punkten. 120 Millionen Klatschmagazine werden jedes Jahr verkauft. Diese Heckenschützen mit der Kamera sind keine chaotischen Einzelkämpfer. Sie haben einen Kommandanten, der ihre Einsätze organisiert. Fabrizio Corona. Ich hasse alle diese Leute. In meiner Jugend versuchte ich, mich mit Fußballern und anderen Prominenten anzufreunden, aber als ich Zugang zu ihrer Welt bekam, wurde mir klar, dass sie alle Arschlöcher sind. So dumm. Und so sagte ich mir, spiel doch mit den Leuten, die dir zur Berühmtheit verhelfen. Du machst dir nichts aus ihnen. Dir geht's nur um dich selber und ums Geld. Deshalb werde ich zu einem Robin Hood des Volkes. Ich nehme von den Reichen, aber ich gebe nicht den Armen, ich gebe mir selber. Eine moderne Form von Robin Hood. Hey. Fabri! Sì. Sotto al Giannino non c'è nessuno. Ho beccato Ringo con la ragazza, più di Ringo, dentro c'era Direttuso, c'è un po' di gente.
Sì. All'Ibiza devo ancora andarci io dentro. Ma in due minuti, dai. Ciao, ciao, grazie. Wenn ich wo einen Prominenten sehe, sage ich mir, mach schon. Ich sehe das Geld, nicht den Menschen. Ich sehe das Geschäft. I see business. Eccolo qua. Vai Luca. Scendi Luca. Scendi Luca. Scendi. Corona is not a paparazzo. Corona ist kein Paparazzo. Er macht keine Fotos, sondern er verkauft sie. Er sammelt gezielt Informationen. Wer ist wer? Wer macht was? Und am wichtigsten, wer hat in seinem Privatleben irgendwas zu verbergen, das sich lohnt, auf Zelluloid gebannt zu werden? Coronas Methoden sind unkonventionell. Er macht kompromittierende Fotos von berühmten Leuten. Er verkauft sie nicht an Magazine, sondern an die Prominenten selber, die zahlen, um ihr Image zu schützen. Corona und seine Paparazzi-Truppe sind nicht wirklich Outsider in der Welt der TV-Elite. Corona hat diese Welt von innen erlebt, weil er jahrelang als Assistent des mächtigsten TV-Agenten des Landes gearbeitet hat. Ja, genau, bei Lele Mora. Lele Mora hielt Corona für vielversprechend. Jetzt sind sie enge Freunde, fast wie Vater und Sohn. Almost like father and son. Er ist ein lustiger, sympathischer Kerl. Sein einziger Fehler ist, dass er so aufs Geld versessen ist. Er würde jeden fotografieren, seine Mutter, seine Kinder, seine Frau, wen auch immer, wenn er damit Geld machen kann. Vielleicht ist das Teil seiner Persönlichkeit. Ich möchte ihm das auch gar nicht vorhalten. Ganz im Gegenteil, ich habe ihn immer in Schutz genommen, weil ich ihn kenne. Er ist ein Mensch mit gesunden Prinzipien. Er hat gute Eigenschaften. Ecco Fabrizio Corona che arriva in auto nel carcere di Potenza. Il fotografo dei VIP, titolare dell'agenzia fotografica Coronas, è stato arrestato all'alba di oggi a casa sua a Milano. Coronas ungewöhnliche Methoden bringen ihn mit dem Gesetz in Konflikt und er wird wegen Erpressung strafrechtlich verfolgt.
Die Story ist landesweit groß in den Medien, weil es um berühmte Leute geht. Lene Mora ist in den Skandal verwickelt. Es heißt, er habe an Corona geheime Informationen über Prominente weitergegeben und ihm geholfen, aus ihren Privatangelegenheiten einen Vorteil zu ziehen. Corona è un amico e lo rimarrà. Non è cambiato niente. Sono arrivato sereno e ritorno via sereno. Fatto una battuta prima, so. Che nella vita è una cosa che mi ha insegnato mia mamma: male non fare, paura non devi avere. Lele Mora wird in allen Punkten freigesprochen, aber Corona wird zu 80 Tagen Haft verurteilt. Er sieht darin eine Chance, eine gute Gelegenheit, die Angelegenheit zu seinen Gunsten zu nutzen. Corona weiß, dass am Tag seiner Haftentlassung die Kameras schon auf ihn warten werden. Deshalb bereitet er ein Statement fürs Fernsehen vor, das die Menschen seine kriminellen Aktivitäten vergessen lassen soll. Eine 30-sekündige Ansprache, in der er sich als Opfer darstellen wird, als einer, der eingesperrt wurde, weil er die Wahrheit über das unmoralische Verhalten der Prominenten enthüllt hat. Allora, con calma vi dico solo una cosa, perché non rilascio dichiarazioni. Vi dico una cosa che ci tengo a dire. Allora, piano. Quello che ho subito in questi 80 giorni da parte di tanti, da parte dello Stato, ma soprattutto da parte della Procura di Potenza, è vergognoso. Mi sono sentito ostaggio dello Stato, ma tra poco sarò libero e quel giorno saranno cazzi amari per tutti quanti. Der Plan geht auf. Und von da an wird er das, was er zuvor verabscheut hat: eine berühmte Persönlichkeit. Corona. Er ist immer hier. Aber warum? Dieser Mann, Lele Mora, ist der große Marionettenspieler. Ist es immer schon gewesen. Er zieht die Fäden. Er ist mit Berlusconi und allen anderen einflussreichen Leuten befreundet. Anstelle von Berlusconi würde ich ihn weder einladen noch besuchen gehen. Dieses Gerichtsverfahren hat sich als kostenlose Werbung entpuppt. Ich habe alles im Gefängnis geplant. Ich habe das Buch geschrieben, die Schallplatte in Angriff genommen, den Song, das T-Shirt. Das alles sind also keine Zufallsprodukte. Man braucht dafür Geschick und Genie. Und darin bin ich genial. Das ist also dieser berühmte Corona. Er hat ein Buch geschrieben und ein Album aufgenommen. Er wird einen Film machen und eine aufwendige Website mit Blog ins Netz stellen, auf der seine eigene Radiosendung laufen wird. Ich bin zu einem Symbol geworden, so wie Scarface oder Al Pacino. Eine Spur negativ, aber die Menschen wollen so sein, zynisch und skrupellos. Ein moderner Robin Hood, der von den Reichen nimmt und sich selber gibt. Mit Hilfe des Fernsehens habe ich einen Haufen Geld gemacht. Ich rede hier von Nettoeinnahmen. Ich habe mehr als 2,4 Millionen Euro verdient. Das ist eine hübsche Summe. Und ich bin ja schließlich kein Fußballer. Sie zahlen mir 10.000 Euro, nur damit ich für eine Stunde in einem Club auftauche. 10.000 Euro. Mi danno 10.000 Euro per andare un'ora in discoteca.
10.000 euro. Ve lo fate un applauso per Mr. Corona che sta scendendo le scale qui alla nostra sinistra. Non fate le pille, cioè qua con voi, invece che comprare chi novella 2000, tutti quei giornali inutili. Vogliono sapere delle anteprime di gossip, si possono mangiare. E lui mi può dire tutto, perché lui quello che non sa l'ha fotografato. Io voglio sapere le donne cosa pensavano di Corona a livello estetico, puro, eh? Cosa ne pensi della fedeltà di una coppia? Sono convinto al 100% che in Italia non esista nessuna coppia fedele. Volevo chiedere, visto che il 13 aprile ci sono le elezioni, non hai pensato di presentarti la lista politica? Quando sono uscito dal carcere avevo 2000 proposte. Posso? Io sono convinto che tutte le leggi italiane siano completamente sbagliate. L'Italia marcia e questo è l'ennesimo esempio. L'unico vantaggio della politica è che poi hai l'immunità parlamentare, puoi commettere tutti i reati che vuoi e poi non vai in galera. E tu lo vedi l'ora. L'importante è prendere il potere e fare i cazzi propri. Die Leute, die du in den Clubs triffst, was bedeuten sie dir? Respektierst du sie? Das sind Leute, die... So, jetzt muss ich erst mal nachdenken. Ich packe diese Typen nicht, die Corona-T-Shirts tragen und zu mir sagen, du bist großartig, du bist der Boss. Warum? Du bist ein Gott. Es gibt Leute, die mich anbeten, Posters, Fotos. Poster, Fotografie. Wie meinst du das? Ich frage mich das selber nicht so genau, warum. Es ist einfach sinnlos. Fundamentalmente non ha senso. Ich komme aus dem Knast, sonnengebräunt, fit, tätowiert und rede eine Menge Scheiße. Die Leute achten gar nicht auf das, was ich sage. Sie sehen einfach nur den Star. Ich bin sicher, wenn ich bloß ein kleiner, fetter Kerl gewesen wäre, wäre ich niemals berühmt geworden. Ich habe ihm gesagt, dass ich alleine dastehen werde, wenn er einmal auszieht. Ich habe keine anderen Söhne, die bei mir wohnen. Er ist der Einzige. Wenn es nach meiner Mama ginge, dann würde ich den ganzen Tag zu Hause herumsitzen, essen, trinken und einen dicken Bauch bekommen. Was redest du daher? Du bist ja völlig bescheuert. Er hat noch immer keine Freundin und er ist schon 26. Warum ist das so? Mich verdient keiner. Hör mal zu. Letzte Woche habe ich mich mit einem Mädchen zum Abendessen verabredet, okay? Dummerweise habe ich meiner Mama gesagt, wo ich hingehe. Sie ist ins Restaurant nachgekommen, um zu spionieren.
Du hast genau gewusst, wo ich war. Ich habe zu ihr gesagt, bitte komm nicht hin. Aber sie ist trotzdem gekommen. Zum Glück habe ich das Lokal gewechselt. Man stelle sich vor, ich im Restaurant mit diesem Mädchen bei unserem ersten Date. Und plötzlich steht meine Mutter da. Hallo, ich bin Ricardos Mutter. Bleib zu Hause. Ich habe ein eigenes Auto und ich bin alleine nach Sarnico zum Eisessen gefahren. Sarnico ist groß und da muss sie ausgerechnet ins selbe Lokal wie ich. Sie haben mir gesagt, Ricardo ist im La Prodo. Meine Freunde wollten mich auf einen Drink einladen. Als Frau hat man es leichter. Als Mann muss man Kompromisse eingehen und sich anpassen. Man hat es nicht leicht. Wenn man einen Teil seines Körpers für einen einflussreichen Mann hinhalten müsste, gäbe es sofort Gerüchte. Die Leute würden sagen, er hat den Job nur bekommen, weil er seinen... Sich mit einem Platz im Publikum zu begnügen, wie kann man bloß so tief sinken? Nur wenn sie mir eine Hauptrolle in einem Film geben würden, wenn sie mich als den italienischen Van Damme ankündigen würden und das meinen Durchbruch bedeuten würde, dann, um Gottes Willen, dann würde ich es vielleicht ein einziges Mal machen. Du wirst berühmt, reich, du kriegst Mädchen. Mehr Ruhm heißt mehr Mädchen. Verstehen Sie? Es bedeutet einfach alles. Tutti i progetti della mia vita all'inizio tutti li hanno considerati ambiziosi, eccessivamente ambiziosi, tutti i progetti della mia vita, tutti. Faccio una città di 4.000 abitanti e tutti a dire ah non è possibile, fatta. Ne faccio una di 12.000, fatta, ne faccio una di 18.000, fatta. Poi quando ho detto diventeremo i primi editori d'Italia, la Mondadori, arrivati. Milan diventerà la prima squadra al mondo, arrivati. Un partito, andremo al governo, 3 mesi, governo, fatto un partito. D'altronde, fatemi dare questo piccolo fatto d'orgoglio. Chi c'è in Italia che può paragonare la sua storia personale quanto a successi a qui presente signor Berlusconi? Ditemelo. Ein egozentrischer Machtmensch zu sein, zahlt sich aus in diesem Land, das vom Fernsehen regiert wird. Mit Schüchternheit, Bescheidenheit und Sanftmut bringt man es auf den Fernsehschirmen nicht sehr weit. Corona arbeitet hart an seinem Image, derjenige zu sein, der die Mächtigen am waghalsigsten herausfordert. Einmal geht er sogar so weit, dass er Fotos von der Tochter des Präsidenten macht. Sie gefällt sich auf den Fotos nicht. Deshalb bezahlt der Präsident Corona dafür, dass sie nicht veröffentlicht werden.
Pronto? Klingeling, hier ist Fabrizio Corona. Wie geht's dir, Miti? Miti ist die Pressesprecherin der Familie Berlusconi. Ich rufe sie an und wir quatschen eine Weile. Anscheinend weiß sie schon, dass ich wegen ein paar Fotos anrufe. Ich sage ihr, dass ich Aufnahmen von Barbara habe und sie will, dass ich sie ihr schicke. Dann sagt sie mir, die sind nicht besonders schmeichelhaft, ich muss das mit Barbara besprechen. Wie viel verlangst du? 20.000? Okay. Schick die Rechnung, ich behalte die Fotos. Ich sage, ciao Miti. Und das war's. Ein Kinderspiel. Later. Später entschließt sich der Präsident dazu, die Fotos selber zu veröffentlichen. Und zwar in einer seiner Zeitschriften. Als Eigentümer aller wichtigen Klatschmagazine fährt der Präsident mit den meisten Fotos einen Gewinn ein. Eine Machtdemonstration, die Corona zutiefst bewundert. Ich finde, dass Berlusconi ein Vorbild für alle italienischen Geschäftsmänner ist. Wenn man es zu etwas bringen will und ein Ziel vor Augen hat, dann muss man manchmal böse Dinge tun. Aber wenn das für die Erreichung des Ziels notwendig ist, ist es gerechtfertigt. Als Geschäftsmann kann ich ihn in dieser Hinsicht nur bewundern. Coronas Gangster-Image bringt ihn immer wieder in Konflikt mit dem Gesetz. Eine Reihe von Prozessen haben ihren Tribut gefordert. Auch seine Beliebtheit hat dadurch gelitten. In seiner verzweifelten Suche nach öffentlicher Aufmerksamkeit beginnt er, sich an die Schauplätze von Verbrechen zu begeben, über die medial groß berichtet wird. Er bietet einem Mann, dessen Frau und Sohn brutal ermordet wurden, Geld an, wenn er sich beim Begräbnis den Kamerateams in einem Corona-T-Shirt zeigt. Der Plan geht nicht auf und er zieht weiter zum nächsten Tatort. Er ist völlig verrückt. Wieso begibt er sich an den Schauplatz eines Verbrechens? Ich bin Journalist. Was zum Teufel redet er da daher? Die Zwillinge interviewen. Gegen sie wird polizeilich ermittelt. Was hast du dir dabei bloß gedacht? Ich sagte zu ihm, mach doch, was du willst. Er ist verrückt. Er hat sie nicht mehr alle. Ich rufe ihn nicht mehr an, es ist mir scheißegal. Es hat keinen Sinn, es ist reine Zeitverschwendung. Er ist nun auf sich allein gestellt. Er sagt, dass er jeden Tag vögeln muss. Ich muss jeden Tag vögeln und du willst mir mit Verboten kommen. Tu doch verdammt nochmal, was du willst, habe ich zu ihm gesagt. Er ist im Kopf nicht mehr ganz richtig. Okay. Ciao. Bei einem seiner letzten Schachzüge bringt Corona an seinem eigenen Körper eine versteckte Kamera an. Das ist sein Anwalt, der ihm dabei hilft, die Kamera zu montieren.
Er filmt im Gerichtssaal seine eigene Scheidung von einem berühmten Model. Er verkauft das Filmmaterial exklusiv an das Präsidentenfernsehen, das es noch am selben Abend bei den Spätnachrichten bringt. Ohne Fernsehen läuft nichts. Das Fernsehen ist eine Zauberkiste. Jede Familie besitzt eine. Man schaltet ein, die Leute in ihren Wohnungen sehen dich und du wirst bekannt. Jeder kann berühmt werden. Man muss bloß gesehen werden. Thank you.
Im Weltjournal Kleider machen Leute. Was